Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder euer Aquapinta aka Uli und zwar mit dem sechsten Teil meiner Steampunk-Anlage, eine Spur Z-Strecke, ja, Baufortschritte aus Holz. Ja, was soll ich sagen, ich habe erstmal aus meinen Beschreibungstexten rausgenommen, abseits des Normalen. Gab einen Kommentar im letzten Video, im fünften Video dazu, völlig zu Recht, würde ich sagen. Noch ist davon nicht allzu viel zu erkennen, das weiß ich auch. Deswegen habe ich es rausgenommen erstmal. Die Anlage soll definitiv anders werden. Ich habe es ja auch beschrieben, ich habe es ja auch in dem Videobeschreibungstext mit drin. Aber natürlich ist davon in diesem Stadium des Ganzen nicht allzu viel bis jetzt zu sehen. Also meine Pläne sind da, die sind auch durchaus ambitioniert. Ich hoffe auch, dass es alles bis zum Schluss so bleibt, wie ich mir das so vorstelle. Aber wie gesagt, deswegen habe ich es erstmal rausgenommen, weil ich ja hier nicht vor Verunsicherung oder irgendwie einer Falschverständnis haben möchte. Vielleicht noch Vorwürfe hier, ich mache irgendwas, um Klicks zu generieren, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe es so genannt, weil der Plan da war oder da ist und auch ausgeführt werden soll. Aber wie gesagt, nur zur Verständigung, ich habe es entfernt und möchte erstmal ganz normal meine Steampunk-Anlage, mein Gott, was für ein schweres Wort, bauen. Ja, ich habe jetzt, es nennt sich ja nicht ohne Grund, bauen in Holz und bla, weil es geht heute vornehmlich darum, ich mache jetzt oben über der bis jetzt erstellten Kurve rechts eine Ebene drüber. Wir sehen es gerade hier im Bild. Da soll, wie gesagt, die kleine Industrie entstehen. Hier sehen wir nochmal den bisherigen kleinen Fuhrpark, der angedacht war. Der ist allerdings jetzt schon gar nicht mehr aktuell, da die die beiden kleinen BA89 rausgenommen wurden aus dem Ganzen. Die habe ich verkauft. Ich habe auch die beiden kleinen Diesellokomotiven rausgenommen. Die wurden auch verkauft. Habe stattdessen mir eine BA38 zugelegt und zwei neue BA89 mit fünfpoligem Motor. Die BA38 aus dem Grund, weil die auch einen fünfpoligen Motor bekommen soll. Den habe ich schon gekauft, der liegt schon hier, da werde ich wahrscheinlich auch ein Video zu machen. Und entsprechend ein sauberes Fahrverhalten zu gewährleisten. Das gleiche ist, was auch noch kommen wird. Hier sehen wir übrigens jetzt hier, dass ich die eine Ebene schon mal verändert habe. Hier sehen wir übrigens gerade, dass ich aus der bestehenden Strecke was rausgeschnitten habe. Alleine deswegen, ich mache mehr Stromgleise rein. Hier oben beide Abstellgleise sehen wir vielleicht ganz gut. Hier hinten zweimal nacheinander, jeweils vor der Weiche und vor der Geraden, Strom zuvor in die Strecke rein. Mir ist aufgefallen, hier hinten übrigens auf der oberen Nahe nehme ich auch noch das Gleis weg. Mir ist aufgefallen, nicht aufgefallen, kann man nicht sagen. Ich will einfach sicherstellen, dass ich keine Strom- oder auch Kontaktprobleme hier auf der Strecke bekommen möchte. Ich habe da echt keine Lust zu. Die Züge, deswegen ja auch die fünfpoligen Motoren, die sollen schön ruhig fahren, die sollen durchfahren, die sollen langsam fahren vor allem. Schnellfahren ist noch nicht mal das Problem. Das Langsamfahren ist das Problem. Ich meine, digital, das lässt schon einiges zu, da kann man sehr gut langsam fahren, klar, aber nur wenn eben von der Strecke alles gegeben ist. Hier hinten sehen wir jetzt gerade übrigens die Strecke, wie sie weiterführt. Wir sehen, da geht es berghoch. Hier sehen wir gerade hinter dem Lichtschalter, da soll die Strecke übrigens reinführen, die da hoch geht. Und zwar, ja, ist ein bisschen schwierig gerade zu erklären, weil wir haben es gerade gesehen, aber wenn man nicht weiß, worum es geht, sieht man es wahrscheinlich auch nicht gleich. Die Strecke, die hintere obere, teilt sich. Da kommt eine Weiche hin. Hat man gesehen, sieht man auch wahrscheinlich nachher nochmal. Und wenn man die Strecke geradeaus fährt, fährt man den Berg hinten hoch. Dann auf diese Kurve, die ich hier gerade aussäge, das wird dann ja, die Strecke sein, die oben liegt. Sie führt also nicht in den Schrankwendel rein, sondern hier wird eine Brücke angesetzt. Nämlich genau an der Stelle, die wir da gerade oben jetzt hier an dem ausgesägten Stück links. Da wird eine Brücke angesetzt und da kommt nochmal wie so ein kleines, wieder auch eine Industrie oder irgendwas da oben nochmal hin. Alleine um die Ecke ein bisschen aufzuwerten und auch ein bisschen höher zu setzen, kommt das Ganze hin. Hier habe ich jetzt die, ja, ouch, habe ich ein bisschen zu doll aufgedrückt, da ist mir das Blatt gerissen. Ich komme gerade ein bisschen ab vom Kontext ab hier.
Ja, hier schleife ich nochmal die ganzen Ständer, die drunter kommen, ist egal. Und die Strecke, die nach links abführt, also abzweigt, die wird gerade reinführen, unter der Brücke durch, die hier gebaut wird, in den Schrank rein, in diesen Gleiswendel im Schrank, den ich immer so schön Schrankwendel nenne. Hier sehen wir es jetzt, hier ganz rechts sehen wir die Weiche übrigens. Gerade hoch geht es da auf die Stütze hinten in diese Kurve rein. Vorne links, jetzt wo der die andere Stütze hinkommt, da kommt die Weiche hin. Die Brücke hin, die dann in diese kleine wiederum Industrie oder in eine Ortschaft, muss ich mal sehen, was ich da oben hinbaue, reinführt. Und wenn man links rumfährt, man sieht es hier rechts, da habe ich auch was weggeschliffen, dass das gerade das Gleis geführt werden kann. Das soll mehr oder weniger jetzt so gerade rein in den Schrank reinführen. Hier klebe ich jetzt die Strecke an dem anderen Brettchen fest, was da nach oben führt. Da verstreiche ich den Leim ein bisschen, dass er nicht runtertropft. Das ist immer so ein bisschen blöd zu machen, dass man, wenn man den einfach nur ranquetscht, dann kleckert das mal alles runter. Danach lasse ich es verleimen. Ich habe es ja wieder beschleunigt. Man hat es ja oben wahrscheinlich gerade gesehen, weil sonst hier haben wir sogar mal eine siebenfache Beschleunigung drin. Das bin ich ehrlich, das ist langweilig, wenn man da jetzt zugucken sollte, und deswegen habe ich das wieder gemacht und habe mich sogar mal wieder für siebenfach, bis jetzt war fünffach das höchste, habe mich für siebenfach entschieden. Jetzt beklebe ich nachher dann das ganze Teilchen mit Kork, schneide jetzt in Folge, ich glaube jetzt kommt das genau, dann nehme ich wieder die Papierschablone, womit ich auch das Holz nachgemacht habe. Ich finde das mit dem Papier recht praktisch immer. Und das Ganze jetzt oben rein zu kleben, mehr oder weniger, oder zuzukleben, und das werden wir auch gleich sehen. Und dann soll, wie gesagt, oben die Brücke nachher angebaut werden. Ich denke mal, da gibt es dann doch einiges zu bauen. Ich weiß noch nicht, was ich da oben jetzt wirklich, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe zwar den groben Plan da, den habe ich mir nicht mal mit Trackplaner erstellt, den habe ich mir ganz einfach mit einem Grafikprogramm erstellt, wo ich das dann ein bisschen darstellen kann. Da gibt es also viele, viele wilde Pläne in meinem Kopf. Wenn jemand eine Idee hat, was man hier so machen kann, ich bin immer offen. Also wie gesagt, alles, was nur in meinem Kopf hier vor sich hingärt, das ist halt nur in meinem Kopf. Und manch einer sagt, Mensch, warum machst du das noch nicht so oder machst du das so? Auch mein Sohn hat mir da schon ab und zu mal reingesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und das ist also immer ganz recht praktisch. Ja, wie gesagt, den Korkkleber aufgetragen. Da habe ich übrigens jetzt mir anderen Kleber beschafft oder habe mir jetzt bestellt. Den werde ich mal vorstellen. Der wird auch dann entsprechend so die kleinen Mauersegmente mitkleben können, weil der reicht ja hier nicht ewig. Ich merke ja wieder, verschwindet hier ja förmlich. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle lassen wir es erstmal dabei. Ich schieße den siebten Teil so schnell wie möglich nach. Da werden wahrscheinlich die Weichen endlich mal kommen. Dann kann ich die Gleise weiterbauen. Und auch ein anderes Video wird noch hochgeladen werden, jetzt was die Stromversorgung angeht. Also seid gespannt. Abonniert mich, macht einen Daumen nach oben, gebt einen Kommentar. Ich freue mich über alles. Macht's schön, gut erstmal, euer Aquapenta. Ciao.